Ja, liebe Freunde, liebe Mitbürger, liebe Zeitgenossen, Deutschland geht den falschen Weg. Deutschland entscheidet sich falsch. Heute wollen wir über die siebte existenzielle Frage sprechen. Die siebte Frage lautet: Wie sichern wir angesichts des demografischen Niedergangs die wirtschaftliche und die soziale Stabilität der Nation? Auch diese existenzielle Frage ist gänzlich unbeantwortet. Auch hier wird die Schärfe des Problems nicht gesehen. Auch hier wird wieder durch die Politik gelogen, die Sachumstände verniedlicht, es wird verdrängt und es wird ganz und gar verquast argumentiert. Auch hier ist die etablierte Politik eher ein Teil des Problems, denn ein Teil der Lösung. Man glaubt doch tatsächlich immer noch, dass wir auf unbegrenzte Dauer ein wohlhabendes Land bleiben können. Es fehlt die Erkenntnis, dass eine überalterte, zahlenmäßig schrumpfende Bevölkerung die Produktivitätsfortschritte kaum noch zu erzielen vermag, die zum Erhalt des heutigen Wohlstandsniveaus nötig sind. Nach 4 Jahrzehnten mit einer der weltweit niedrigsten Geburtenraten ist die demografische Entwicklung der kommenden Dekaden doch ziemlich genau und verlässlich vorauszuberechnen. Wir werden im Jahre 2040 demnach einen Anteil der über 65-Jährigen im Verhältnis zur Zahl der Erwerbstätigen haben, die doppelt so hoch sein werden wie heute. Auf einen Erwerbstätigen werden dann in Deutschland statistisch gesehen ein Rentner kommen. Und die Hoffnung, diese Entwicklung durch Einwanderung von Hochqualifizierten entschärfen zu können, ist im hohen Maße irrational, ebenso irrational wie die Politik der letzten Jahrzehnte abläuft. Die Leistungsstarken aus den anderen Ländern kommen doch nicht hierher, um unsere Sozialsysteme vor dem finanziellen Kollaps zu bewahren. Für die Zuwanderer, die es bräuchte, ist unser Land ganz und gar nicht attraktiv. Sie werden ihre Chancen anderswo in der Welt suchen, wo ein dynamisches Wachstum vorliegt, wo hohe Löhne bezahlt werden, wo niedrige Steuern erforderlich sind, stabiles Geld vorhanden ist und gesellschaftliche Freiheit lockt. Deutschland aber stellt gegenwärtig die Weichen für eine Fahrt auf das Abstellgleis. Es ist nicht attraktiv für Leute von außen. Sie stellt die Weichen aufs Abstellgleis, indem sie sich die Schulden der gesamten Eurozone aufhalst, sich die Steuerlasten für eine umfassende Transferunion aufbürdet, die Sparguthaben der Bürger in der Weichwährungs- und Nullzinskultur entwertet werden, die Energie sich verteuert, das Problem der Parallelgesellschaften nicht auflöst und damit die Bildungsmisere prolongiert. So verbaut es sich den Weg, ein Anziehungspunkt für die Qualifizierten und die Tüchtigen von außen zu werden. Und auch unser eigener hochqualifizierter Nachwuchs hat Angebote aus aller Welt. Die bisherige Einwanderungspolitik dagegen hat Deutschland und seinen Bürgern im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit überwiegend nicht genützt. Das ist eine weitere unbequeme Wahrheit, die unter das Verdikt der Political Correctness fällt. Zwar gibt es durchaus problemlose und erfolgreiche Einwanderungsgruppen. Bei den stärksten allerdings fällt die nüchterne Bilanz sehr negativ aus. Bei diesen ist sowohl das Qualitätsniveau als auch die Beschäftigungsquote in der zweiten oder gar in der dritten Generation weit unterdurchschnittlich. Der Bezug von Sozialunterstützung dagegen weit überdurchschnittlich verbreitet. Diese Art der Zuwanderung stellt also eher eine Belastung als einen Gewinn dar. Wenn unser Land darüber hinaus in Zukunft versuchen muss, einen Bildungsvorsprung zu erkämpfen, um zukünftig auch wettbewerbsfähig zu bleiben, dann verstärkt sich das Problem mit den bildungsfernen Parallelgesellschaften neuerlich. Und wenn diese durch ihre höhere Geburtenrate
und durch permanenten Familiennachzug aus den Heimatländern ihren Bevölkerungsanteil ständig und stetig ausweisen, dann potenziert sich genau dieses Problem schließlich. Um es klar zu formulieren, Deutschland kann sich in Anbetracht seiner demografischen Situation und den sich verschärfenden Wettbewerbsbedingungen der Zukunft keine so große Zahl von geringqualifizierten, so wenig produktiven und so dauerhaft von Sozialleistungen Lebenden mehr leisten. Es wäre ein Politikansatz vonnöten, der gegenwärtigen Mentalität vollkommen entgegensteht. Man müsste zum Beispiel vom sozialromantischen Grundsatz der finanziellen Gleichbehandlung wieder abgehen und den bildungsaffinen Einkommensgruppen höhere Steuerfreibeträge für Kinder einräumen, beispielsweise die Eigenheimzulage für bauwillige Familien wieder einführen oder Studierenden mit Kindern attraktive Angebote, nämlich Studienplätze, Stipendien, Wohnungen, Übernahmezusagen zu machen. Für eine solche Politik fehlen zurzeit gar nicht die Mittel. Die Politik setzt nur die falschen Prioritäten. Sie verpulvert die finanziellen Reserven für eine sinnlose sogenannte Klimaschutzpolitik, für eine absolut ausgeuferte Sozialindustrie und nach wie vor für die Daueralimentierung derjenigen, die sich in den Sozialsystemen sehr bequem gemacht haben. Eine Politik, die wirklich nachhaltig sein wollte, müsste den ideologischen Verblendungen des augenblicklichen Zeitgeistes mit seiner vorgeblichen sozialen Gerechtigkeit widerstehen und heute versuchen, das Steuer umzulegen, noch bevor die fiskalische und die politische Manövrierfähigkeit verloren geht. Beim nächsten Mal wollen wir uns die achte und damit letzte der acht existenziellen Fragen, die Deutschland zu beantworten hat, stellen. Eine wichtige Frage: Welche Armee können und müssen wir uns leisten? Doch für heute, meine Damen und Herren, soll es damit sein Bewenden haben. Morgen ist ein neuer Tag. Und bald, meine lieben Zuschauer, wird eine neue, eine alternative Politik durch uns ermöglicht werden. Gute Nacht, Deutschland.